Hallo YouTube, ich stelle euch heute das Meokta Mio Sport R 3 bis 15 x 50 vor. Ist ein super Zielfernrohr im günstigen Preissegment, von der Qualität her aber spitzenmäßig. Was die Halterungen angeht, die waren zwar bei dem Zielfernrohr dabei, haben aber nicht auf diese vorgefertigte Schiene draufgepasst. Das heißt, die Halterung selbst mussten nochmal vom Büchsenmacher hergestellt werden, angepasst, justiert und dann das Zielfernrohr drauf montiert werden. Ich finde, das Zielfernrohr hat ein super klares Bild. Fadenkreuz ist auch super toll zu sehen, also nichts Verblichenes, Ausgeblichenes oder Sonstiges. Ich zeige euch später das alles nochmal in den Details, erkläre euch das aber jetzt kurz mal hier in der Gesamtansicht. Hier oben haben wir das Rad für den Zoom-Bereich, das heißt, der geht von 3 bis 15. Das Rad lässt sich nicht schwergängig, aber auch nicht zu leicht drehen, sondern ich finde es genau richtig, hat ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Widerstand, ist aber, sage ich mal, super einfach zu handhaben. Genau, dann haben wir hier vorne haben wir den Dioptrienausgleich, Plus und Minus. An den Seiten, oben und unten jeweils zum Einstellen, also einmal rausziehen. Dann kann man es per Klicks einstellen und wieder in die Nullstellung tun. Ja? Und wieder einrasten. Das gleiche funktioniert auch hier oben. Ja? Nullstellung ist markiert und dann kann man sich es auf die gewünschte Weite, auf die man schießt, feinjustieren. Auf der anderen Seite haben wir einmal die Einstellungen für das Licht bzw. für die Beleuchtung vom Fadenkreuz. Das Tolle an der Sache ist, man kann sich, sage ich mal, eine Stufe auswählen von 1 bis 11 und man muss dann nicht die ganze Zeit komplett wieder zurückgehen, ja, sondern es hat Zwischenraststellungen. Das heißt, ich habe Stufe 11 ausgewählt und habe die Zwischenrast und dann später, wenn ich es benötige, tue ich einfach mit einem Klick umstellen. Parallaxenausgleich hat das Zielfernrohr auch, ja, von 10 bis unendlich. Das ist super geil gemacht, wenn ich das so sagen darf, beziehungsweise das Zielfernrohr plus das Part Vorsatzgerät, also Nachtsichtgerät, arbeiten einfach hammermäßig zusammen, was die Parallaxe angeht. Ja? Weil mit meinem alten Zielfernrohr, da war das Part montiert und man konnte zwar am Part einstellen die Schärfe und die Feinjustierung, aber man hat nie gleichzeitig entweder das Absehen oder den Hintergrund scharf bekommen. Ja? Durch den Parallaxe-Ausgleich hier am ZF vom Meokta Mio Sport R kriegst du beides scharf. Das heißt, du kriegst das Absehen scharf und du kriegst den Hintergrund scharf, egal auf welcher Zoomstufe. Also das finde ich wirklich super toll. Im Endeffekt habe ich mir das auch deshalb wirklich nur gekauft. Hauptsächlich wegen dem Parallaxe-Ausgleich und auch, weil ich im Endeffekt ein neues Zielfernrohr gebraucht habe. Aber Hauptgrund für mich war halt im Endeffekt die Parallaxe. Die technischen Daten zu dem Zielfernrohr selbst werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und werde euch oben in der Ecke noch ein Video verlinken zum Part in Kombination mit dem Mio Sport R. Ist eluxiert, ja. Eluxiert in schwarz, wasserabweisend, knappe 500 Gramm, also ein halbes Kilo. Ich finde, es ist nicht wirklich irgendwie schwergängig oder sonstiges. Und ihr kriegt es, wie gesagt, jetzt schon vorhin erwähnt, sehr günstig an den Mann bekommen. Das Mittelrohr ist im Durchmesser 30 mm. Und die Gesamtlänge beträgt knappe 380, 390 mm. Aber wie gesagt, in der Beschreibung verlinke ich euch das Datenblatt für das Zielfernrohr. Ich würde mich freuen, falls ihr
mir Fragen zu dem Zielfernrohr stellen würdet, was euch noch interessieren würde, beziehungsweise ob ihr es vielleicht auch besitzt, über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich freuen. Aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wie gesagt, im Anschluss kommen noch ein paar kleine Detailaufnahmen von dem Mio-Sport selbst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Danke euch. Ciao.